Das Zifferblatt eines Manometers oder Thermometers enthält eine Vielzahl von Informationen. Zunächst das Wichtigste: der Zeiger. Er zeigt an, welcher Druck oder welche Temperatur in diesem Moment herrscht. Auch Informationen zur Einheit, in der das Messgerät misst, finden wir auf der Anzeige. Auch die Genauigkeitsklasse ist wichtig. Bei Manometern gibt diese Zahl an, um wie viel Prozent die Anzeige vom Skalenendwert abweichen darf. Bei Thermometern verhält es sich jedoch anders. Zeigerthermometer gibt es in den Genauigkeitsklassen 1 oder 2. Je nach Anzeigebereich haben sie unterschiedliche, genau definierte Fehlergrenzen. Die Skalen sind für das Ablesen enorm wichtig. Auf einem Manometer beträgt die Skala typischerweise 270 Winkelgrade. Auf einem Thermometer darf die Skala bis zu 20 Winkelgrade davon abweichen. Zudem wird bei Zeigerthermometern zwischen Anzeigebereich und Messbereich unterschieden. Der Messbereich, in dem die Genauigkeitsklasse gilt, wird durch diese schwarzen Dreiecke markiert. Auch bei vielen Manometern gibt es ein schwarzes Dreieck. Es markiert den Maximaldruck bei Ruhebelastung. Nicht nur Informationen zum Ablesen finden sich auf dem Zifferblatt, sondern auch wichtige allgemeine Informationen. Wie zum Beispiel die Norm, nach der das Messgerät gebaut ist. Die Materialbezeichnung der messstoffberührten Teile oder die Seriennummer. Das S im Kreis auf manchen Manometern besagt, dass es sich um eine Sicherheitsausführung handelt, die das Bedienpersonal im Fehlerfall schützt. Das sind die wesentlichen Informationen zum Zifferblatt von Manometern und Zeigerthermometern. Für Fragen rund um Messgeräte steht Wieker Ihnen beratend zur Seite.